Ja, Winterräder. Ja, die sind ganz schön rutschig, die sind, ne? Durch. Fahrspaß garantiert. Jean-Pierre und Sydney auf der Suche nach der perfekten Rennsemmel. Der ist wirklich geil abgestimmt vom Fahrwerk her. Könige unter den Kfz-Checkern. Jean-Pierre Krämer und Sydney Hoffmann. Sie nehmen jedes Auto genau unter die Lupe. Unterwegs im Auftrag der Zuschauer erfüllen sie automobile Träume. 8:45. Jean-Pierre ist heute Morgen irgendwie gut drauf. Yeah, Spider-Man in Freezing, full effect. You ready, Ron? I'm ready. I'm ready, Slick, are you? Oh yeah, break it down. Girl, I must warn you. I sense something strange in my mind. Was ist denn hier denn? Bist du geschwängert worden oder was? Nein, Mann. Ich finde, ich habe mich korrekt gekleidet. Oh, geil. Kann ich sagen, geil. Oh. Warum hast du das an? Unser Käufer. Ja? Der hat eine kleine Story. Und ich habe mir gedacht, ihm zuliebe kleide ich mich mal passend. Ist er ein Sumo-Ringer? Er ist kein Sumo-Ringer. Er war früher sehr, sehr, sehr füllig und hat jetzt 75 Kilo abgenommen. In 2 Jahren. Geil. Warte mal, willst du mal sehen, wie der Typ aussieht? Oder wie er aussah, besser gesagt? So sah der Kollege nämlich vorher aus, mein Freund. Und das Allergeilste ist, der kommt jetzt gleich. 2 Jahre später. Srećko Todorić hat die Hälfte seines Gewichts abgespeckt. Jetzt sucht er das passende Auto. Was er da wohl trinkt? Vielleicht trinkt er auch aufgelöste Butter. Aber weißt du, was am Allergeilsten ist? Mhm. Das All-You-Can-Eat-Bändchen da an der Seite. Ja, das ist All-You-Can-Eat. Ich hab alles inklu. Warte mal. Wow, was ist denn da mit dir passiert, Alter? Das bist du! Beim Waschen eingelaufen. Hi, grüß hi. Dich. Sydney. Warte, ich bin der Srećko. Srećko, hi. Srećko, hi. Boah, so. Sag mal. Hi. Gutes Format. Wie alt ist das Bild? Ungefähr 2 Jahre. Alter, 2 Jahre? Wie viel hast du abgenommen? 75 Kilo. Irre. Unfassbar. Also, 75 Kilo, das ist ja quasi... Der hat einmal den ganzen Menschen einmal komplett abgenommen. Genau, einen ganzen Menschen abgenommen. Einen ganzen Menschen. Unglaublich. Warum bist du überhaupt hier? Was willst du eigentlich dann hier? Ja, Du musst sagen, wie sportlich du bist. Genau, genau. Guck mal, Jungs, ich hab dich abgenommen. Guck mal, ich schon wieder zugenommen. Nee, so ist es nicht. Also, ich such schon ein neues Auto. Ja, so, dann schieß mal los. Was brauchst du denn hier so? Ja, Mensch, was dauert denn so lange hier? Jetzt? Guck mal, jetzt hast du auch eine Ablage fürs Hälschen. Ja. Nicht einschlafen. Nein. Ja, dann sag mir mal, was du genau suchst. Also, was für Vorstellungen hast du denn? Ja, sollte ein bisschen was Sportliches sein, etwas, okay, was zu mir passt. So ein bisschen Understatement wäre nicht schlecht. Elegant, sportliche Understatement. Ja. Wie viel Geld hast du denn? Also, 10.000 wären drin. Ganze Budget, 10 Mille? Also, wenn es ein absolutes Sahneteil ist, dann habe ich vielleicht noch einen Tausender. Aber dann müsste wirklich alles passen. Aber sprechen wir so Mini-Cooper-Sprache? Ja. Elegant? Sollte schon Bums haben, auf jeden Fall. Ab was ist denn Bums für dich? So ab 150 PS aufwärts. Ich meine, da haben wir schon mal ein paar Anhaltspunkte. Ja. Pagani Zonda nämlich auch. Ja, du, wir haben ein Problem. Da sind wir kohlenmäßig so ein bisschen, ja, Lichtjahre, okay, entfernt. Okay, ich dachte, vielleicht könnte er zaubern, aber naja. Zaubern kann ich. Soll ich mal sagen? Zaubern ist gar kein Thema. Kannst du? Ja, du hast 2 Jahre gebraucht zum Abnehmen? Ja, so ungefähr. Ja, pass mal auf. Ich halte den Stuhl fest. Ja. Hier in Dortmund, ne? Was macht er jetzt? Nimmt man 75 Kilo so ab. In Nu. Tada. So wie zum Thema Zaubernmeister. Scheiße. Ja. Zack, zack, peng. Der Auftrag. Eine Rennsemmel für 10.000 Euro. Erste Ideen, die Herren? Ja, also Mini Cooper muss auf jeden Fall dabei sein. Suchst du einen? Ja. Was hältst du mal von so einem? Warte mal, wir gucken mal, so unter 10 soll er sein. 9.900 Euro. 9.000 Euro, ja. Aus Dortmund, einer der letzten, 2006er. Ja. Also schon ein guter. Okay. 133.000 Kilometer, was jetzt nicht schlimm ist, weil er steht Checkheft erster Hand. Okay. Also, ich habe hier noch was anderes. Und zwar ein Smart 4-4 Brabus. Ja. In Silber, 177 PS. Kostet 7.000 Euro.
Und das, als Brabus, also nicht der normale, sondern als Brabus mit Spoilerpaket, mit Lorenza-Felgen für 7,9. Mit Panoramadach und Navi. Cool. Also, ja, ist geil. Optionen ist auf jeden Fall. Ja, und dann würde ich sagen, noch mal so was Französisches, habe ich gedacht. Mhm. Einen Renault. Ein Renault? Ein Renault. Ein Sport? Einen Sport der Feind. Aber ab wie viel kriegst du denn? Ja, die sind so bei, also fang an bei 10,1. Und ich finde es ein cooles Auto. Ja, der hat richtige Rennsportgene. Also das ist schon ein mega cooles Auto. Und hier in der Nähe ist einer. Ein Renault Clio Sport 1 F1 Team R27 für 11,5. Ich weiß, es ist ein bisschen über Budget, aber den kann man bestimmt runterreiten. Genau, dann machen wir es so zusammen zum Mini Cooper mit geballter Macht. Du zum Renault und nicht zum Smart. So machen wir das. Auf geht's. Ja, also Rennsemmel ist immer wieder geil. Ja. Man merkt auch selber, dass man total heiß wird. Ja, und auch die Probefahrt, da freut man sich schon drauf. Ja, das stimmt. Und man dann immer sagt, oh, jetzt kannst du ja auch mal ein bisschen fliegen lassen. Genau. Und nicht irgendwie cruisen und ach, sondern das ist geil. Jean-Pierre ist auf dem Weg nach Neuss. Da steht der erste Kandidat des Tages. So, Smart 4-4 ist angesagt. Ein sehr seltener Gast auf Deutschlandstraßen. Er kam 2005 auf den Markt und hat den Ruf, kaum Probleme zu haben, obwohl es ein Smart ist. Okay, der V2 hat mehrere Probleme, der V4 nicht. Stimmt das? Checken wir zusammen. Gleich bei den PS-Profis. Rennsemmeln und harte Verhandlungen. 6.800. Wovon träumst du? Ich finde den für 6,8 noch nicht mal wieder, ey. Hat so was Star Wars-mäßiges. Jetzt wird's spannend. Wir haben für euch drei Autos gecheckt, und zwar für den lieben Sreczko. Ganz genau. Sreczko hat mal eben 75 Kilo abgespeckt und möchte jetzt einen leichten Rennsemmel haben. Deswegen checken wir Cooper S. Genau, Cooper S muss sein und noch einen Smart 4-4. Und einen französischen, ein Renault Clio F1 Team R27. Seltenes Ding, den gucken wir uns auch an. Genau, so, und jetzt geht's los. Und zwar mit dem Smart 4-4 Brabus. Hi. Hi, grüß dich. Jean-Pierre. Hallo, Jaus. Jaus? Jawohl. Brabus Smart, selber umgebaut und originaler? Ist original, außer die Felgen. Lorenza-Felgen, hab ich schon gesehen. Komm, wir gehen mal gucken. Komm mal. Der smarte Viersitzer aus dem Jahr 2006 hat 98.000 Kilometer auf dem Buckel. Aus nur 1,5 Liter Hubraum leistet der 4-4 satte 177 PS. Verhandlungsbasis 7.900 Euro. Außen schmücken den Bottropper Brabus-Schürzen und Schweller. Die weiteren Besonderheiten: Panoramadach und Navigationssystem. Das Platzangebot des 4-4 ist variabel, denn die Rückbank ist verschiebbar. Das heißt entweder viel Beinfreiheit oder mehr Kofferraum. Was kannst du mir erzählen zu dem schicken Smart? Zweite Hand. Zweite Hand. Ja. Unfälle? Keine. Nachlackiert? Keine. Wird ja immer so ein bisschen differenziert. Unfall, nachlackiert ist ja nicht mehr dieselbe Chose, ne? Auch nicht nachlackiert? Nein, keine Nachlackierung. Nirgends? Nirgendwo. Notieren, nicht nachlackiert. Kehrt. Checkheft? Hat dabei, ja. Hat er dabei? Ja, lückenlos. Checkheft, ja, so ein Heft hat er. Ja, Checkheft. Ist hier aber drin? Steht komplett drin, lückenlos. Mann. Perfekt. Jetzt geht's aber gut gepflegtes Auto. So, gucken wir mal hier hinten rein. Und zwar, ihr merkt, bei allen PS-Profi-Folgen mache ich das eigentlich immer, um zu gucken, ob das Bodenblech noch original ist. So, wie könnt ihr das am besten erkennen? Und zwar diese Teerpappen hier, die dienen zur Vibrationsdämmung und zur Geräuschunterdrückung. Die sind eigentlich bei einer Instandsetzung von einem Heckschaden nie wieder drin. Das heißt, der ist unfallfrei hintenrum, ne? Ja, der ist unfallfrei. Ja, das sind die typischen Mängel bei dem Smart 4-4. Es sind sehr wenige, das Auto ist an sich sehr problemfrei, aber es gibt immer an den Türfalzen oben an sich kleine Roststellen. Hat er nicht, aber dafür im Einstieg, im unteren Bereich, in ein, zwei Roststellen. Genauso wie, einmal mitkommen, im Heckbereich, unter den Rückleuchten, das ist jetzt nichts Großartiges, aber solche Ecken sind halt ein bisschen problematisch. Warum ist das so? Die Wagen fahren durchs Becken durch und der Lack, das ist alles eine Berechnungssache, fließt am Auto runter, wird halt dementsprechend auch lackiert. Jetzt muss man sich überlegen, dass die Versiegelung einfach an den Stellen nicht so gut ist, weil es nur an so kleinen Bruchstellen oder Falzkanten ist. So, Motorskin. 177 stramme PS hat er nämlich. Tja, für ein Warum kleines sind die stramm? Ding, weil die sind nämlich gar nicht von
smart gebaut, sondern die sind von Mitsubishi. Das ist zwar einer der neuen Mivec-Motoren. Mivec-Motoren haben eine Nockenwellenverstellung, die sehr gut funktioniert, und ein Turbo aufgeladen. Wie finde ich das? Rattengeil. Was aber beeindruckend ist, 1,5 Liter, 177 PS. Das kann auch nicht jeder. Wenn man überlegt, Audi braucht für 180 PS 1,8 Liter und Ford auch. Und ganz ehrlich, aus so einem kleinen Hubraum, so viel Leistung geht nur mit Turbotechnik. Doch Turbotechnik ist an sich schon ein sehr verschleißanfälliger Faktor, obwohl man sagt, dass ein Turbolader verschleißfrei ist. Dafür muss die Wartung aber dementsprechend sein. Und deswegen würde ich sagen, Checker, hast du gesagt, haben wir, ne? Haben wir, ja. Das wollen wir mal sehen. Ist das okay? Ja, ja. Dann gucken wir uns das mal an, oder? Können wir machen, kein Problem. Nichts zu verstecken da. Hä? Nichts zu verstecken immer. Nichts zu verstecken. Auch kein Checkheft. Komm, wir holen es mal. Ja, bitteschön. Ja, wirst schon überrascht sein, oder? Berlin? Kam von Berlin, erster Hand, ja. So, 15.600, 28, 4, 62, 42, 60. Wie war er weg? 98. 98, 84 letzte. Das ist in Ordnung. Ja. Motorölfilter letzte Mal, Kühlmittel nein, Kraftstofffilter, Zündkerzen. Zündkerzen sind perfekt. Gebongt. Tja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Bitte. Mach's mal an, bitte. Natürlich. So, worauf ich gehört habe, ist, wie schnell der Öldruck aufbaut. Ob wir ein leichtes Klackern von oben hören oder Undichtigkeit am Krümmer. Gib mir ein bisschen Gas. Ja. Weißt du, dieses Protzelgeräusch? Der knurrt, ja. Man kann es auch als Knurren interpretieren. Ich würde es aber fast als leichten Undichtigkeitsfaktor identifizieren. Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Du hast aber auch so ein liebes... Nein? Also, ich gefahren bin? Nee. Tja. Ich glaube, knurren. Sollen wir knurren sagen? Ja, knurren. Lass ja. ihn mal knurren. Geht besser. Da muss man überlegen, die Bravo Smart hatten damals einen wirklich sehr, sehr hohen Aufpreis. Genau wie viel weiß ich gar nicht mehr. Wie viel waren die Dinger teurer? So um die 24.000, glaube ich. Um die 24.000 Euro, das ist schon eine Menge Holz. Und die Leistungssteigerung ist von 105 auf 177 PS passiert. Über Motorsteuergerät und Abgasanlage. Und wie das fährt, gucke ich mir jetzt an. Auf geht's zur Probefahrt. Jean-Pierre drückt sofort auf die Tube. 2005 kam der Smart vom Brabus auf den Markt. Angegeben war er damals mit 221 Stundenkilometer Topspeed und 6,9 auf 100, die ich ihm auch voll abkaufe, weil das Ding hat wirklich Zug und auch eine Menge Drehmoment, dank dem Turbomotor. Wir haben wirklich super geiles Drehmomentverhalten. Du trittst rein in den Karton, der Lader packt zu und 1,5 Liter stürmen wirklich nach vorne, als ob es keinen Morgen mehr gibt. Von 0 auf 100 km/h in unter 7 Sekunden und das im zweiten Gang. Kavallerie kommt. Ja, nicht U-Bahn, nicht auch zurück. Jean-Pierre in seinem Element. Aber nicht nur Gas geben will gelernt sein. So, einen Bremsentest müssen wir auch machen, weil ich habe gerade gesehen, auf dem Hof, der hat neue Bremsen drauf. Rundum. Darfst natürlich nicht den Verkäufer auf die Nase binden. Deswegen, wir latschen mal rein in den Karton. So, und... Die Nackenmuskeln gesehen, wie anspannen. Bremse ist bestanden, absolut top. Bis jetzt ist der Smart vor wirklich überzeugend. JP fühlt sich wohl. Nicht zuletzt wegen des Brabus-Pakets. Nicht nur die Spoiler sind vom Brabus außen, sondern das Lenkrad auch. Wir haben hier so eine Verschalung drumherum, dass das Lenkrad schön gut in der Hand liegt, dick ist. Schönes Leder auch, einen Lederschaltknopf, Lederhandbremshebel, alles von Smart nachgerüstet. Wertet das Auto schon enorm auf. Jetzt muss nur noch der Preis stimmen. 10.000 Euro hat der Kollege für einen kleinen sportlichen Flitzer. Und ich muss sagen, der Smart 4.4, 2006er Baujahr, 177 PS, ein Zustand, der wirklich top ist, ist schon mal wirklich gut im Rennen. Und der Kollege will jetzt unter 8.000 Euro haben für das Teil. Was uns aber noch nicht überzeugt. Die Preisverhandlungen stehen jetzt an und ich werde mal ganz stolz mit 6 im Sinn, 500, 800. Ich würde mal sagen, wir steigen ein mit 6.800 Euro. Ob das funktioniert? Was guckst du denn so grimmig?
Tja, hat Spaß gemacht, ne? Vorsicht, Vorsicht. Auf eine Handbremse. Handbremse. Oh, Vorsicht, 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 sagt er. Oh, oh, oh. Kostet viel Geld, das Ding. Viel Geld? Dann wollen wir mal sehen, wie viel er kostet. Ja, der Preis ist 7,9, ne? Ja. 7,9 halt, ne? Mein Angebot sind ganz stolze 6.800. Wovon träumst du? Ich finde den für 6,8 noch nicht mal wieder, ey. 7,9. Nein, um Gottes Willen. Um Gottes Willen, ne, das ist zu viel. Das ist zu viel. Nee, ich mach dir jetzt einen 100er. Wegen, das ist ein Brabus-Mensch. Ja. 100 Euro ist nichts, du. Ganz schöne Augen machen, wie du willst, so machen. 6,5. Nee. Ach, 7,5. 7,5. 7,7. Dann ist aber Schluss. 7,7 ist ein guter Preis, ehrlich. Ehrlich? Ehrlich. Guter mit Schiebedach, ne? Mit einer von 7. Ne? Mit Schiebedach. Mit Navi. Mit Navi, ja. Ja. Also schön Multifunktionslenker. Eigentlich muss ich mehr zahlen, ne? Eigentlich müsstest du 8,5 bezahlen, ja. Tja. 7,5, jetzt habe ich Faxendicke ohne Scheiß jetzt. Du warst doch eben schon bei 7,5. Du warst doch eben schon bei 7,5. Komm, ich mach dir noch einen 50er. Sag mal. 7.650 Euro. Mehr kannst du mich jetzt nicht mehr überreden. Pass auf, 7.650. Wenn der Kollege ja sagt, ne? Okay. Und das Auto haben will für das Geld, kommt wieder mit 7,5. Wenn der das Auto sieht, hör mal, der wird mich dem sagen. Ne, glaubst du das selber, was du so willst? Ja, hör mal, ich kann den überzeugen. Muss aber weggehen dann. Komm, Hand drauf. Bis später. Alles klar. Tschüss. Ciao. Wie, du hast jetzt 250 Euro runtergehandelt, Mandy? Ja, Mann. Was ist denn da los? Es ging nicht mehr. 7.650 Euro. Ist ein guter Preis für das Auto. Aber ich hab 30 Minuten im Quatsch. 30 Minuten. Man muss auch mal, wenn es ein guter Preis ist, dann muss man es auch so stehen lassen. Ne? Check Nummer 2 übernimmt Sydney. Ein Renault Clio Sport. So, ich habe recherchiert im Internet für La Voiture Petit. C'est bon. Gefunden ein Renault, ein Kreator der Automobil, französisch. So, ich spreche auch sonst französisch. Es ist Kreator der Automobil Renault Clio F1. Team 827 ist der Gegenspieler von Cooper S und Smart Brabus. Ich bin sehr gespannt und aufgeregt, wie fahren dieses Fahrzeug. Ich hoffe, es macht viel Spaß. Wir werden sehen. Sid trifft sich mit Privatverkäufer Felix in Herdecke. Ei, du musst der Felix sein. Hi Sidney. Hi. Alles gut? Klar, bei dir? Hängst du öfter hier so rum? Mit einem gebrochenen Bein. Wie so eine Omi, ne? Immer richtig. Schön gucken, was hier los ist. Das ist deiner? Das ist meiner. Der Renault Clio Sport F1 Team R27 leistet 197 PS aus 2 Litern Hubraum. Der 5 Jahre alte Franzose soll 11.500 Euro kosten. Laut Vorbesitzer wurde der Wagen viel Langstrecke gefahren und ist Scheckheft gepflegt. Rennsemmel mit Rallye-Sport-Feeling. Bixenon-Scheinwerfer, dicke Backen und 6-Gang-Schaltgetriebe. Dazu verstellbare Sportschalensitze und Klimaanlage. Warum verkaufst du dein Schätzchen? Weil ich meine, ich finde das Auto wirklich cool. Und ich würde es einfach nicht so verkaufen, weil, ne, ich meine, der bleibt jetzt so beim Preis ungefähr. Der wird nicht mehr viel sinken. Bei 5.000 Euro bleibt er jetzt, ne? Ich bin berufstätig in Barcelona und deswegen. Ja gut, ich in Barcelona fährt auch einer. Ne? In Barcelona kannst du damit auch fahren. Da ich schon einen anderen Wagen da habe. Was für einen? Ein Renault. Quatsch, ein Citroën Picasso. Super Karre. Ist natürlich gut. Ich merke schon. Wir widmen uns lieber diesem Clio. Warum fährst du ein Citroën? Also ein Picasso. Was ist denn da los? Ja, zum Thema mal Innenraum, ne? Ich muss ja sagen, die Sitze sind wirklich cool. Die habe ich in meinem RS gehabt, jetzt in meinem Beetle, die sind wirklich cool. Das Coolste hier dran sind, glaube ich, die Sitze. Nein, Scherz beiseite. Nummer 44. Nummer 44. Also, ich weiß nicht, wie viel es davon gab, weißt du's? 45. Ja, ist natürlich geil, ne? Renault haut mal eben so eine limitierte Geschichte raus und sagt, ja, du kriegst jetzt eine Sonderplakette. Ja, du hast
ein von wenigen, Nummer 44. Wie viel gibt es komplett davon? Das bleibt unser Geheimnis. Also ich habe es nicht rausgefunden, ich weiß es auch nicht, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Aber normalerweise müsste jetzt stehen 44 von, oder? Richtig. Das ist schon mal ein Punktabzug bei der Preisverhandlung, das kannst du schon mal merken. Gehen wir mal nach vorne. Der Kollege Xenon, ne? Ja, Bi-Xenon, Kurvenlicht. Das macht's jetzt nicht besser. Das ist wirklich cool, weil so die Mitbewerber haben immer irgendwie einen Kompressor oder einen Turbo. Und das ist wirklich reiner Saugmotor. 197 PS Saugmotor. Weil das Coole ist, er ist nicht so empfindlich wie so ein Kompressor bei Mini Cooper S. Er ist einfach solide. Er läuft, läuft, läuft. Und wenn man mal auf eine Rennstrecke gehen möchte, dann ist er auch noch zuverlässig. Ist natürlich cool. Felix? Ja? Was ist so mit so einer Klappe? Hast die du gedacht, fehlt leider. Gewichtsoptimierung oder wie? Ja, genau, für die Rennstrecke. Falls der junge Mann mal auf der Rennstrecke fahren möchte. Ja, aber sie fehlt ja bei dir und du warst ja nicht auf der Rennstrecke, oder? Ich würde dir die Klappe noch besorgen. Ehrlich? Vor dem Verkauf. Kein Problem. Darf ich dich mal so durch die Gegend scheuchen und einfach mal sagen, Felix, start mal bitte das Aggregat. Ja, läuft rund, ne? Läuft solide. Es rasselt nichts, alles gut, alles schön. Ich glaube einfach, Felix ist nie wirklich damit geheizt. Er macht einfach so einen soliden Eindruck. Er ist ein Poser vielleicht. Immer nach Straßenverkehrsordnung. Weil die Reifen, die sind auch jetzt nicht irgendwie so grundsätzlich an der Seite so ein bisschen abgeschubbelt. Wenn du schnell durch die Kurve so ein bisschen Abfahrt runterwetzt oder sowas, hast du immer so leicht Verschleiß an der Flanke quasi. Ja? Bei Felix alles verschleißfrei. Ich glaube, er hat das Auto nicht schnell bewegt. Okay. A, seine Reifen vorne waren an der Seite eigentlich noch die Prüppel dran gewesen. Bei so einem Auto? Bei so einem Auto. Todesstrafe. So, du weißt doch, wenn man so ein Auto so ein bisschen heizt, es riecht nach Kupplung was, es riecht davon was, es riecht von allem was. Bremse, man riecht Gummi, man riecht alles. Bremsscheiben haben auch ein leichtes Turbo von Blau. Ja, und es riecht, es qualmt etwas, es ist alles schön. Weißt du, du kommst raus. Das hat dieses Auto noch nie erlebt. Was gut ist, dass die ganzen Dekoraufkleber noch dran sind und die sind unversehrt, weil die sind echt scheiße teuer und die zu bekommen ist schwer. Das ist immer geil, das ist nämlich Kunststoffkotflügel und der kann immer so ein bisschen wackeln und irgendwie alles rappeln. Aber hier sitzt alles fest, bricht mal so eine Nase ab und dann ist das Gitter locker. Aber es ist ganz gut. Gehen wir weiter. Was sind denn hier für Kratzer, Felix? Gebrauchtwagen. Hier auch. Hast du da den Tankrüssel nicht getroffen oder was? Das ist natürlich doof, weil letztendlich hier so Smart Repair-mäßig kannst du hier nicht viel reißen, weil du hast hier nirgends so eine Kante. Das heißt, du müsstest quasi großflächig dieses Teil hier instand setzen, nur weil Kollege Felix nicht zielen kann. So, jetzt gucken wir mal, ob hinten auch was ist. Weißt du, was auch noch cool ist bei der Karre? Das werde ich jetzt sagen. Der Diffuser. Schon geil, ne? Ich gucke jetzt mal lieber. Oh Gott. Dieser Diffuser, der geht echt weit. Was geil ist, das sind diese Endrohre. Diese Endrohre sind sowas von mega geil. Ja, was du siehst, siehst du nämlich nichts, weil der Diffuser ragt quasi bis zur Mitte des Autos. Dementsprechend kannst du natürlich schlecht den Auspuff checken. Aber der war ja letztens noch beim TÜV, ne? Richtig. Hat er irgendwas bemängelt bezüglich leichte Rost im Auspuff? Nein. Okay. Was ist denn mit Gummis und so was alles? Querlenkergummis, wurden die schon mal gemacht? Weil das ist ja auch so ein kleines Thema bei so sportlichen kleinen Rennzwergen. Die sind immer so hart und so straff und dann leiden halt die Gummis drunter, ne? Der Querlenker rechts wird einmal ganz gewechselt. Und links hast du nicht gemacht? Links nicht, nein. Okay. So, was gucken wir hier? Ob er hier einen Bums hatte. Gucken wir da mal hier rein. Ja, ist alles gut, alles original. Aber dreckig ist er. Natürlich hatte ich keine Chance, ihn professionell zu säubern. Nein, das finde ich ja auch ganz gut, dass du ihn so lässt, wie er lebt. Ne? Wie lange steht er jetzt schon? Ungefähr steht er seit anderthalb Monaten der Wagen insgesamt, seitdem ich in Spanien bin. Okay, dann darf ich eine Probefahrt machen? Natürlich. Du als erfahrener Rennfahrer? No, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich fahre nur kein Picasso. Von daher bin ich auf jeden Fall ein Rennfahrer. Hier, der Mädchenwagen da drüben, ne? So, Felix, pass mal auf. Wenn du keine Ahnung hast von Autos, ja? Dann ganz vorsichtig mit deinen Äußerungen, ja? Das ist ein GTI. Der macht Kreise um deinen komischen Clio.
Sydney startet zur Probefahrt. Mehr PS, aber langsamer als der Smart. Von 0 auf 100 braucht der Clio 7,4 Sekunden. 200 Saug PS. Die machen schon Laune. Der ist wirklich geil abgestimmt vom Fahrwerk her. Das Geile ist, der dreht bis 7,5. Du kannst auch noch schön überholen über Landstraßen. Sieht der schon gut aus. Ich meine, der sieht nicht so wirklich abgefuckt aus. Da hat der Felix auf jeden Fall gut Pflege walken lassen. Das Lenkrad hier oben, ich weiß nicht, hat er reingebissen oder sowas, als er wahrscheinlich gegen GTI verloren hat. Ich meine, das ist halt Clio-typisch halt, diese kleinen Stupsken hier zum, ja, Wählhebel quasi am Lenkstock. Die sind schon geil. Und bei unserem Exemplar ist es natürlich geil, dass sie nicht abgegriffen sind. Die sind noch ganz gut in Schuss. Innenraum 1. Nee, sagen wir mal 2. Überzeugt der flotte Franzose auch fahrdynamisch? Das Gute an dem Auto ist einfach, dass Felix schon mal richtig Geld reingebuttert hat. Felix hat die Bremse vorne hinten gemacht. Das hat man sehr teuer bei so einer Brembo-Anlage. Ja, die ist einfach teurer als so eine normale ATE- bzw. Serienbremse. Und das hat er alles schon mal neu gemacht. Auf jeden Fall von Vorteil. Da hörst du gar nichts. Keine Vibration im Lenkrad, auch wenn du verbremst. Kein Vibrieren im Lenkrad. Ich bin glücklich. Doch der Preis liegt noch über dem Budget. Felix möchte 11.500 Euro haben. Und ich möchte ihn die nicht geben. Was ich dir sagen muss, ne? Dein Sissi-Mobil hier, ne? Das habe ich mal so getauft, weil du bist der Fahrer. Ist jetzt eingefahren. 11.500 Euro möchte Felix Sissi haben. Mindestens. Für dieses nette Kfz, weil du so viel reingesteckt hast. Und jetzt machen wir mal hier ganz kurz auf Verhandlung. Jetzt sag mir nicht wieder, oh nee, oh ja. Wir machen das mal ganz zügig. Ich sag dir jetzt einen Preis und der muss stehen. Und der ist fair, glaube ich. Ja, hau rein. 10.500 Euro. 11.250 mit Winterreifen, nee. 17 Zoll. Ey, sag mal. Okay. Das geht nicht. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. 11.250. Ich hab doch gesagt, wir wollen nicht verhandeln. 11.250? Nein. Sissi, was ist denn los? Ich würde sogar auf 11 gehen mit den Rädern. 11.250. 11. 11.250. Warum? 11.250 ist top. Ich taufe dich jetzt nicht nur auf Sissi, ich taufe dich auf Barbie Sissi. Ohne Winterreifen. Ohne Winterreifen 11. Nein, 11 mit Winterreifen. Ich komm, da ist er weg. Dann bist du in Spanien, kannst 11.000 Euro so auf den Kopf hauen. 11 und so, wie er hier steht. Wie denn sonst? In Blau? Ohne Winterreifen. 10.800 Euro. 10.9. Ich hab doch gesagt, keine Verhandlung. Du willst immer das letzte Wort haben, ne? Ja, klar. 10.8. Und wenn du jetzt noch ein Widerwort gibst, ne, dann hast du ein Bein weniger. Ja, komm. Weil er wollte echt nicht runter. Also nicht wie bei dir. Ich hab ihn doch gedrückt. 700 Euro. Letzter Kandidat, ein Mini Cooper S. Jetzt mit geballter Kraft. Ich hatte ja Mini Cooper S und ich vermisse den schon wirklich, weil das Auto kann wirklich alles. Du kannst schnell fahren. Ja. Super Prestige, super anerkannt. Hier ist klassenlos. Klassenlos, wie ein Smart. Jeder kann. Ganz genau. Jeder kann fahren. Jeder kann fahren. Der Wagen steht in Unna bei einem befreundeten Autohändler. So stell ich mir das vor. So stell ich mir das vor. Ja. Direkt steht er hier. Mini Cooper, R53. Cooper S sogar. Ja, sexy, sexy. Der Mini Cooper S ist 6 Jahre alt und bringt 170 PS in den Rennsemmelwettbewerb mit. 133.000 Kilometer stehen auf dem Tacho. Seit 2006 baut Mini den Cooper S, mittlerweile in der zweiten Generation. Besonderheit: Der neue ist schneller und spritsparender als der Vorgänger. Serienmäßig an Bord eine Traktionskontrolle, die dafür sorgt, dass der Kleine seine Kraft optimal auf die Straße bringt. Das will nicht so viel rumlecker. Ich mache das kaputt. Ich bin zärtlich. Du weißt nie, wer es ist. Da. Richie. Alles gut, Meister? Ja, bei wie geht's? Alles gut? Ja, alles gut. Schicken Mini Cooper hast du? Ja. Dürfen wir ihn angucken? Selbstverständlich. So, 1,6 Liter Tritec-Motor.
Der Motor kann viel, aber kann nicht wirklich alles gut. Er hat nämlich hier und da ein paar Mängel. Er ist halt relativ anfällig. So ein Kompressor aufgeladener Motor mit so wenig Hubraum und doch so viel Leistung ist halt doch ein Garant dafür, dass hier und da was kaputt geht. Was geht kaputt? Kann ich euch sagen. Und zwar, Lambda-Sonden machen oft Probleme, genauso wie die Krümmer reißen relativ oft. Und dann gibt es eine Sache, die viele Mini Cooper-Leute nicht so gut kennen. Und zwar haben wir eine kleine Schubklappe, die ist hier unten drunter. Die regelt quasi den Ladedruck. Wusstest du, Richie, ne? Wusste ich nicht. Nein? Nein. Nein, okay. Und zwar, wenn wir vom Gas gehen, brauchen wir den Ladedruck nicht mehr. Der Kompressor fördert aber trotzdem weiter. Und dann öffnet sich diese kleine Klappe hier unten. Doch wenn diese Klappe nicht perfekt schließt, verlieren wir die ganze Zeit Ladedruck und somit auch Druck. Und dann verlieren wir auch PS. Genau so sieht's aus. Und somit fahren ungefähr 50% aller Mini Cooper Kunden mit dieser Klappe kaputt und denken sich, ja, mein Mini geht gut. Aber der ging auch irgendwie mal besser. Und dann muss man nur diese kleine Klappe wechseln, die kostet, glaube ich, 79 Euro und der Mini rennt wieder. Die Lösung von dem Ladeluftkühler ist zwar sehr motorsportlich gedacht, nur man muss mal überlegen, dass die ganze Hitze nach oben steigt und quasi immer durch den Ladeluftkühler durchsteigt. Deswegen kam im Nachhinein diese schicke Hutze rein, um den Ladeluftkühler zu befeuern. Im Großen und Ganzen ist das alles schickimicki, wir müssen das Ding mal hören. Mach mal an das Ding. Was man direkt deutlich hört, ist halt ein sehr, sehr rauer Lauf. Und wenn man jetzt Gas gibt, hört man auch den Kompressor pfeifen. Gib mal Gas. Hört ihr das? Das Geräusch ist, ist normal und Standard. Das muss so sein, weil, wisst ihr, wie ein Kompressor eigentlich funktioniert? Ich erkläre es euch. Guck mal mit. Und zwar, der Kompressor sitzt hier an der Seite dran. Und zwar nicht wie beim Turbolader werden die Abgase genutzt, um den Turbolader anzutreiben. In diesem Fall wird über einen Riementrieb ein Zentrifugalkompressor genutzt, um ihn anzutreiben. Und deswegen hören wir das so jaulen. Gib noch mal Gas. Ja, aber nicht nur die Motorleistung zählt, sondern auch, ob es den Unfallschaden hatte. Was man am Mini Cooper wirklich sehr, sehr gut sehen kann, weil dieses System mit der Haube und den integrierten Scheiben von uns da ziemlich viel hilft. Weil wir nämlich die Rahmenendstücke komplett blank pur sehen. Dann können wir sehen, ob irgendwelche Schweißnähte dort sind oder irgendwelche Verfärbungen oder irgendwas nachlackiert worden ist. Was nicht der Fall ist. Man sieht zwar hier vorne, dass die Schraube benutzt worden ist, was immer ein Indiz dafür ist, was ist hier passiert, aber bei Mini Cooper nicht. Und zwar bei Mini Cooper kann man an sich nicht gut schrauben. Das heißt, diese Schrauben werden immer benutzt in der Werkstatt, wenn er in Werkstattposition gebracht wird. Dann kommen hier so Stehbolzen rein und man schiebt die ganze Front nach vorne. Also die machen euch nicht nervös. Die Rahmenstücke hingegen sind bei dem sehr, sehr gut. Und für euch ein Tipp, immer mal drauf gucken. So, mal Sid. Joa. Was sagt denn das Checkheft? Warte. So, das Checkheft. Es ist schon mal da, das ist schon mal ein Vorteil. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Kilometer hat er gelaufen. Und zwar 133.000 Kilometer. Du sagst, es ist lückenlos, ne? Lückenlos, genau. So, jetzt können wir mal gucken. 35 bei 60, bei 79, bei 101 und bei 129. Also vor 6.000 Kilometer hatten wir die letzte Inspektion. Nicht schlecht. Ja. Und jetzt haben wir somit ein lückenloses Checkheft. So, an sich der Innenraum, das war halt eine megamäßige Aufgabe für BMW, den alten Charme vom alten Mini halt wieder aufzugreifen. An sich haben sie es gut hinbekommen, so mit der Mittelarmatur, mit dem Tacho. Normalerweise ist ein Tacho hier, jetzt haben wir diese Mickey-Mäuse, weil wir eine andere Ausstattungslinie haben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt dieses Knarzen, dieses komische Plastikgeräusch während der Fahrt. Das entsteht hierdurch, weil das ist alles so ein bisschen, naja, wertig ist was anderes und ist alles sehr locker. Und das knatscht ja selbst, wenn ich, habt ihr gehört? Das sind die Klammern und die sind alle am Arbeiten während der Fahrt. Hier ist alles locker so ein bisschen, das ist halt ein bisschen traurig. Aber im Großen und Ganzen, der Zustand ist gar nicht so schlecht für 133.000 Kilometer. Die Sitze sind auch schön, ne? Auch sehr retromäßig. So, das Riesenargument von dem Mini Cooper ist nämlich folgendes. Obwohl der Wagen so klein ist, ist nämlich wirklich relativ viel Stauraum an Bord. Und das finde ich auch ganz gut so. Aber wo wir gerade beim Thema Kofferraum sind, würde ich immer mal einen Blick unter den Teppich werfen, ob uns da irgendwas Verdächtiges ins Auge springt. Und zwar irgendwelche Schattierungen von der Farbe, ob irgendwas nachlackiert wurde oder was ausgewechselt wurde an Blechen. Das sieht aber alles ganz okay aus. Deswegen würde ich mal sagen, vorne kein Treffer, hinten kein Treffer, unfallfrei, der Kollege. Der schöne Mini kommt ja aus dem Hause BMW. Und vom BMW sind wir eigentlich nicht gewohnt, dass wir irgendwie Konservierungs- oder Lackprobleme haben. Der Kollege hat sie leider. Deswegen, wenn ihr irgendwie Chance habt, zu kontrollieren, dann kontrolliert auch und guckt nach kleinen Blüten, Rostblüten, wie auch immer, ob der Lack okay ist. Hier bietet uns der Ricci eine super Stelle an. Sag mal, Ricci, was soll das eigentlich hier? Das habe ich erst gesehen. Also,
Da können wir einen Teil bestellen. Finde ich gut, Problem. Weil so können wir auf jeden Fall gucken, ob hier irgendwo Rost quasi in Anmarsch ist. Das Weitere, ne, ist ja das, dass diese Kunststoffverbreiterung, manchen, die mögen das gar nicht und wollen das lackieren. Ich würde davon Abstand nehmen, weil es ist A, teuer und B, es hält nicht ganz so, wie man sich das vorstellt. Ja. Absolut richtig. Das Nächste ist, das Plastikzeug hat auch ein weiteres Problem. Und zwar, es lässt sich nämlich so gut wie gar nicht wirklich reinigen. Ich empfehle euch, wenn ihr so ein Ding habt, gebraucht oder auch neu, beim R53 lasst es wirklich mit einem Glasreiniger maximal gut sein. Weil mit einem aggressiven Reiniger sieht das nämlich so schnell aus, so verschmiert, hier auf dem Logo, dass das so weiß und milchig wird. Ja, nicht so schön. Bei der Probefahrt regiert Jean-Pierres Bleifuß. 30 km/h, 40 und jetzt gebe ich Vollgas. Geil, ne? Schon geil. Aber die Soundcharakteristik ist geil. Ist geil, ne? Hat so was Star Wars-mäßiges. Willst du mal fahren? Ja. Ja, die Tarier, aber ja, die sind ganz schön rutschig. Die sind durch. So. Boah, das ist natürlich mal sehr geil. Ja, dieses höhenverstellbare Lenkrad. Ich bin nur etwas kleiner. Die Verarbeitung lässt oft zu wünschen übrig. Eigentlich. Boah, du hörst aber auch nichts am. Wir haben ein Exemplar gefunden, was nicht knarrt. Ich glaube, die letzten, diese 06er, 05er und sowas, da ist das Ganze schon wirklich. Weil R56 knarrt es ja gar nicht. Nee. JP checkt den Fehlerspeicher des Minis. Gibt es eine böse Überraschung? Und? Der hat nicht einen Fehlercode. Nein? Der Mini Cooper S aus 2006, was ja wirklich fast einer der wenigen kaufbaren Baujahre ist, war alles fehlerfrei. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Was natürlich auch sein kann, ist, dass Richie, der Verkäufer, einmal ganz kurz vorher den Fehlerspeicher gelöscht hat. Oder es war tatsächlich so von der Inspektion noch, dass wirklich nach der Inspektion nichts mehr passiert ist. Der Cooper S gefällt beiden gut, der Preis nicht. 9.900 will er haben, ne? Weißt du was? Wir machen jetzt mal so Harakiri-mäßig neue Felgen, Sommerfelgen. Original sind natürlich viel teurer, also Zubehör. Und beim Mini Cooper S sollten schon Originale drauf. Somit sagen wir mal, Leder im Arsch. So ein Tausender, das müsste schon gehen, oder? Jetzt bei den PS-Profis können die zwei einen guten Preis aushandeln. Preis, Richie. Oh, ganz heikles Thema. Und für welche Rennsemmel entscheidet sich Sreczko? Ich denke, der ist es. So, unser heutiger Kandidat sucht einen richtigen, witzigen Rennsemmel. Ganz genau. Sreczko hat 10.000 Euro als Budget und möchte was Schnelles. Die Preisverhandlung zum Mini Cooper S steht an. Richie, du Raketenforscher. Oh. Richie! Alles gut? Hast du den mal schön unter die Lupe genommen? Ja, den haben wir mal richtig eingefahren hier. Ja? Der geht gut. Der macht Spaß. Gut. Darum ist das ein S, ne? Ich habe echt immer Spaß mit so kleinen Raketen. Ja, ne? Ja. Macht immer Bock zu pölen. Ja. Und immer mal. Man sieht es euch auch an. Das ja, richtig, wir, ja? Wir sind. Aber wir kommen jetzt wieder Atem. In einen normalen Mut kommen wir jetzt wieder. Das ist gut. Preis, Richie. Oh, ganz heikles Thema. Da ist nichts dran. Nee. Da kann ich nichts machen. Den habe ich ganz teuer eingekauft. Ganz teuer. Und da ist eine ganz schmale Marge dran. Da ist ganz wenig drin. Machen wir einen Preis. Machen wir 9,5, hä? Was hält ihr davon? Das ist so ein guter Preis. 8,5? Nein, das ist zu wenig. Reifen durchgelutscht. Ja. Satzreifen kann man vielleicht drüber sprechen. Nee, wir wollen Rabatt. Und Felgen brauchen wir auch für die Reifen. 8,5 ist aber echt sehr, sehr gut. 8,5? Boah, super. Du bist ein Pötchen. Nein. 8,9, dann ist Schluss. 8,9 ist ja schon mal hier. Nee, also unter 8,9 kann ich weg. 8,9 ist cool. 8,9 ist ein guter Preis. Das ist ein Tausender weniger. Für Reifen und Felgen. Ja. Hier kommt Flosse drauf. Ist ein Deal. 8,9 ist ein Deal. Richie, okay. Gehen wir weiter. Ich danke dir. Kein Problem. Bis dann. Sreczko hat ja auch seine Erwartungen und seine Vorstellungen. Und der Mini ist halt ein Allrounder in dem Bereich, was er für Kriterien genannt hat. Und von daher, finde ich, ist das ein sehr guter Kandidat. Aber Renault Clio ist auch nicht so schlecht. So, es geht los mit einem schnellen Bruder, aber doch
sehr, sehr, sehr außergewöhnlichen Modell. Und zwar ein Smart 4-4 Brabus. Dieses Modell ist besonders, und zwar eine Leistungssteigerung auf 177 PS von der Firma Brabus. Das ist wirklich super selten. Mhm. Schicke Lorenza-Felgen, das ganze Paket dran, Spoiler vorne, hinten, Innenraum mit einem großen Lederlenkrad von Brabus. Zustand top, top, top. Cool. Hat nicht jeder. Mhm. So, und dann haben wir einen Franzosen, deswegen sage ich es auch etwas französisch. Mhm. Das ist ein Renault Clio Sport F1 Team R27. Ja. Der Kollege hat wirklich nur 74 gelaufen. Es sieht wirklich super aus. Nichts abgegriffen, nichts abgegrabbelt. Recaro-Sitze, wirklich sportlich. Super Seitenhalt. Nagelneue Reifen, Contis. Okay. Dann hat er noch eine Brembo-Bremsanlage und die Belege und Scheiben sind neu. Tolles Auto! Bam! Das ist geil, ja. Das ist geil. So, das Ganze bekommst du für 11,5. Nein. Nicht? Nein. 10,8. Oh. Oh, okay. Leg mich in den Tisch. Ja, nicht schlecht, schon, ne? Verführerisch. So, Mini Cooper S, der Alleskönner. Oh. R53er Modell, also mit dem Kompressor. Cool. Und 2006er Baujahr. Das heißt, das letzte Modell, wo alle Revidierungen reingekommen sind, die es gibt. Das gute Getriebe, alles drin. Hat 133.000 Kilometer gelaufen, aber für die 133.000 Kilometer wirklich gut, in gutem Zustand. Ja. Checkheft gepflegt. Ja, das klingt auf jeden Fall. Halt. Argument. Genau. Hier, die 9 kannst du mal streichen und eine 8 rausmachen. Ehrlich? 8,9. Das ist mal eine Ansage. Also wirklich eine Ansage. Letzte Baujahr, Mini Cooper S 8,9. Ja, mein Gott. Also, Brabus, mit Sicherheit ein tolles Auto, gute Ausstattung, preislich top, aber irgendwo nicht mein Auto. Also das Ding fällt weg. Das geht gar nicht. Nee. Okay. Ja, gut. Hier, der Franzose, ne? Sehe ich mich nicht drin. Ist zwar ein tolles Auto, macht bestimmt Spaß, aber der fällt auch schon mal weg. Dann haben wir nur noch einen, ne? Ja, den Mini Cooper S. Oh Gott. Auf jeden Fall. Eigentlich also der ist es jetzt auch nicht. Ja, Renault, nee. Und Smart, nee. Und Mini Cooper. Und dann denkst du so, normalerweise möchte die Euphorie losgehen beim Kandidat Nummer 3, aber nein. Und vor allen Dingen auch wie. So, jetzt ist der erstmal dran, Kollege. So, der Mini. Ja. Was habt ihr denn da rausgesucht für das? Das ist doch alles scheiße. Und da habe ich auch gedacht, Stretchko, oh, Premiere. Du bist jetzt hier nicht mehr ganz so schwer. Ich würde vorsichtig sein. hat ein bisschen viel gelaufen, aber ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Also, findet man sich da irgendwo wieder zusammen. Und ja, der ist einfach vom Preis her super, kann man viel draus machen. Ist einfach irgendwie. Mach dich so spannend, Meister. Ist ein Auto einfach, was Understatement versprüht. Und somit? Ist das oder ist das nicht? Ich denke, der ist es. Boah, das war sehr unkonventionell für uns jetzt. Also war schon sehr nervend aufreibend. Ja, aber wie er es dann doch gesagt hat, den Mini nehme ich. Ja, genau. Boah. Ein anspruchsvoller Zuschauerkandidat. Doch JP und Sid sind zufrieden mit ihrer Arbeit. Einen Tag später. Hey! Hey! Der neue Mini Cooper S-Besitzer? Ja, vielleicht. Mal schauen. Auch passend gekleidet zum Auto. Elegant. Etwas Charisma. Genau, und jetzt pass auf. Wow. Das allein ist schon das Geld wert, ne? Geil, ne? Echt? Oh. Da ist er. Bam! Bombe. Geil, was? Ja. Das ist ja wohl mal dezent. Das ist cool. Xenon-Schallwerfer. Das ist auf jeden Fall ein Statement. Genau Leder, so. Wohin das Auge guckt. Hammer. So Leder ist dein Ding, ne? Ja, das ist Bombe. Bombe? Einfach nur Bombe, echt. Du sagst dann bombenmäßig reinpflanzen. Ja. Warte. Geballte Energie. Konzentrieren Sie sich. Ah, geil. Cool? Cool, auf jeden Fall. Und lass mal was hören hier. Es gibt mal ein bisschen Gas, es ist ein S. Der musste. Oh. Naja, Understatement ist es nicht mehr ganz. Nee, ich so. Mal den Pilz aus der Halle blasen hier. So. Sollen wir was sehen hier? Ja. Ich wünsche dir viel Spaß. Dankeschön. Und gute Fahrt. Und versprüh viel Charisma. Werde ich machen. Also, du warst schon. Ja, genau. Ja, alles top. Genau. Viel Spaß. Vielen Dank, Jungs. Gerne. Habt ihr gut gemacht. Tschüss. Ja. Ja, finde ich gut, dass er auch mal sowas sagt. Das ist uns Lob, ne? Ja. Was machen wir jetzt? Das Essen, ne? Hast du Hunger? Ja. Na komm. Ja. Müssen wir was kochen? Boah, was backen oder so? Ja. Du, sag mal. Ja. Hast du zugenommen?
Eigentlich nicht, aber ich habe so ein Völlegefühl. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ja, also, es drückt so ein bisschen. Aber komm, ich würde sagen, erstmal ein paar Big Mac, ne? Nee, so ein Zupfkuchen. Ein Zupfkuchen? Ja. Klar. Mehrere Zupfkuchen, oder? Ja, einen allein für mich. Genau. Finde ich gut. Und wer singt? Und vielleicht ein Schweinshaxe oder so. Eine Schweinshaxe.